mal Box in this lab. Yep. Box, 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 box. Ah. Ach, ist das geil, einen Chefstrategen zu haben. Oh, eine Verwarnung. Egal, weiter. Mike, du bist immer noch P4, sehr gut. Oh. Ja. Ich sag mal so, Kurve 2 macht mich so ein bisschen fertig. Ja, dann mach die Kurve 2 fertig. Ja, danke, sehr hilfreich. Hier. Hat leider nicht 10 von deinem Onboard aus, also naja. Und mich dann bald geht ja auch noch ein paar auf die Finger. Ja, klar. Der kommt nicht ran in der Programm, kann er sein? Doch, jetzt überholt er mich. Ah, okay, ich sehe es gerade auf der Minimap. Nee, doch nicht. Er macht einen heftigen Rückzieher. Glück gehabt, okay. Ey. Ich hab ihn schon jetzt, vorbeifahren sehen. Jetzt ein bisschen ERS-Ballern, ein bisschen. Hab ich. 50. Lol, der fährt jetzt 17 Runden auf Gelb. Echt jetzt? Banda fährt auf Gelb? Ja. Nein! Er fährt durch, der fährt mit Gelb durch, 100 pro. Okay, Capo versucht's nochmal. 45, okay. Knitti, du fährst Runde 12, mal Runde 11. Okay. Geht klar. Weil du bist zu dicht hinter Mike, das kostet Zeit. Okay, Capo ist an mir endgültig vorbei. Aber ja, ich bleib in seinem Windschatten. Ja, dann lass ihn. Okay. Nicht zu viel campen, das kostet nur Zeit. Okay. Nicht, wenn du safe vorbeikommst. Na, ich klebe an seinem Arsch. Wie fahren sich noch die Reifen, Knitti? Fahren sie sich noch gut, oder? Alles gut. Ja, okay, dann fahr du mal Runde 12. 49, 45, die Vorderachse. Ja, dann fährt Mike jetzt Runde 11, weil ich ein bisschen weniger Verbrauch. Das passt. Dann Mike Box in this lab. Yep. Box, 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 box. Ah. Ah. Ist das geil, einen Chefstrategen zu haben. Falls ihr euch jetzt fragt, ja wieso denn Mike? Ja, weil ich jetzt einfach leid bin, Fehlentscheidungen zu treffen. Wenig auch. Chris ist in der Box, hat sich weiß geholt. Gut, lass Hansa gleich ziehen, ne? Ja. Oh, der ist halt schneller Reifen, frischer Reifen. Düt. Okay, we can take you this one. Nice. Wieder auf P3. Gut, du fährst jetzt an die Box, Mike? Ich fahr an die Box, ja. Hab schon dem anderen Typen im Game schon Bescheid gegeben. Vielleicht schaffe ich es ja. Also wenn ich jetzt reingehe und die anderen beiden kämpfen immer noch. Vielleicht. Du wirst wahrscheinlich. Hans Glück haben, dass du vielleicht kurz freie Fahrt hast. Ich weiß nicht, 53 km/h, rein damit. Okay, Bullet drinne, meine Wenigkeit drinne, Capo drinne, Jackajor ja, drinne, Sasuke fährt ja weiter. Ja, interessant. Okay. Wanda geht vorbei und fährt wirklich auf Gelb. Ja, gehen jetzt alle so weit rein, wie ich sehe. Alle so weit rein. Oh, Hilfe. Und? Laura nicht, weil der auf Basiszeit. 29,5 Sekunden. Oh, perfekt, perfekt, du kommst perfekt raus. Perfekt. Voll Laura noch. Sehr gut, Mike. Sehr gut. Nice. Oh, Spooky, du hältst mich hier auf. Komm schon, Mann. Warum bist du nicht reingefahren? Na, warte, dich kriege ich. Ja, er hat mich berührt, weil die Hand ging raus. Dann da ist jetzt schon über 19 Sekunden weg vom P2. Ja, der fährt schon einen Boxenstopp raus. Ja. Also, der fährt gleich nochmal Stopp.
könnten schon reingehen, wenn er möchte. Eschpoko drinne, Eschpoko ist drinne. Genau. Hätte ich dadurch. Ach, da, perfekt. Eschpoko nimmt sich rote Reifen. Alles andere ergibt ja auch keinen Sinn. Richtig, aber er wird keine Gefahr sein, da an Reifen auch nach 5 Runden, mindestens. Ja. Die Gerätsche machen. Was? Die fahren zu dritt in die Kurve rein, von nicht. Was, Sasuke, Bullet und Thunder? Ja, ja. In Kurve 9. Schnell rechts. Schnell rechts, ja, ja. Eieiei. Ei, ei. Na ja, gut, das Stream hängt ein bisschen daher, logischerweise. Oh, oh, oh. Ei, Karamba. Okay. Ach du Scheiße, Alter. Ei! Vielleicht komme ich ja noch ein bisschen näher. Letzte 5 Runden sind angebrochen. Du bist über eine Sekunde näher rangekommen. Oh! Und das hört sich so cool bei dir an. Alter, Scheiße, ey. Ja, wie gesagt, bei Knitty wird nichts passieren. Von hinten kommt nichts. Welcher Platz ist er? Achter. Jawohl, schön. Gute Punkte. Ich weiß gar nicht, wie der Punktespiegel hier ist. Auch 1 bis 10, oder? Fast schon wie das MotoGP-Reglement. 15. Achso, okay. Ja, also 25, dann 21 und dann glaube ich 18. Weiter weiß ich nicht. Ja. Eigentlich ist es das Spannendste sein zwischen P2 und P3. Was ist eigentlich? Eingeschlafen. Glaub ja, glaube ich dir auch. Das wieder die hauen gelb mir einfach ab, ey. Sasuke will hart am Schwitzen sein. Das Bock jetzt immer aus, ey. Oh, und Bullet, ja, die beiden geben sich so hart Saures, ey. Es. Ja, du kommst halt nicht ran, aber sie halt gegenseitig ziehen, das ist das Problem. Aber P4 ist, glaube ich, in Ordnung. Finde ich gute auch. Punkte. Und 5 auf 4. Also gute Teampunkte auf jeden Fall von den beiden. Und wenn das so weitergeht, ja, also Stand jetzt, wenn ich mich nicht täusche, sind wir Tabellenführer in der KWM. In Liga 2. Auf jeden Fall sehr nice. Du, di, 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 du. Thunder gewinnt. Mein Glückwunsch. Und ich fahre einen soliden 4. Platz nach Hause. Hurra! Gut Job, gut Job. Nati muss noch. Hat 2 Kurven noch überstehen. Oh, das schaffe ich nicht, glaube ich. Jo, gut Job euch beiden. Mein Teammate, Platz 8. Juhu! Gut Job, Dude. Gut Job. Ich sag ja, solange sie mich in Ruhe lassen, ist alles gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Du müsstest 8 Punkte bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bekomme dann... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube 16. Danke, Hunzel, für die Tipps zwischendrin. Jo, 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 gerne. Ja, Hunzel, machst du das in Österreich normal? Ja, kann ich machen, ja. Super. Aufzeichnung beenden. Oh, Thibaut hat einen Reifenschaden. Nein. Doch. Und wird 18. Wie speichere ich das jetzt? Heißen Brett, das wird eine enge Kiste. Ne, er schafft's noch. Wow. Ja, liebe Leute, also, AlphaTauri verlässt Frankreich mit dem 4. Platz meinerseits und dem 8. Platz meines Teammates. Aber gehen wir das Ganze einmal systematisch durch. Erstmal speichern. So. Thunderstorm auf der 1, dann Sasuke, dann Bullet, dann meine Wenigkeit. Kapo, Jekajor, Chris, Knitty, Levox, Spoko. Lucky, Mekkel, Samota,
Knusperhuhn und Laura gehen mit Punkte nach Hause. Glückwunsch dazu. Kein Pistole, Tibor, Heisenberg und Andeon. Leider punktelos. Ja, ansonsten, für mich war es eher langweilig. Das waren eher so erweiterte Testfahrten für mich, weil ich kam einfach an die Leute nicht heran. In diesem Sinne, meine Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann gerne auch ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Dankeschön an Kniti für den Support. Bitte gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, bis dann und ciao.